So, und da sind wir auch schon im zweiten Part. Achso, ich habe jetzt gar nicht nach Kraftstein geguckt. Ich habe das Gefühl, ich habe mir tatsächlich noch nicht angeguckt, ob es für irgend oder was es für Errungenschaften gibt. Das habe ich noch nicht gemacht. Mache ja meistens, aber diesmal tatsächlich nicht. Ich will mich überraschen lassen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dadurch, dass ich die Dinger kaputt machen darf, dass dafür, aua, eine Belohnung gibt. Also, ne? Ich will's ja gern lesen. Vergesst nicht, der Blick eines Engels bringt alles ans Licht. Yep, das weiß ich auch noch. Das kenne ich noch von früher. Kann ich mich noch dran erinnern. Oh, von einmal gegen. Da brauchen wir noch nicht rein, deswegen. Dieses Objekt hier ist der Kelch. Mit jedem erledigten Gegner, der eine Seele besitzt, füllt sich der Kelch ein wenig. Füllt ihn und sammelt ihn dann ein. Dann seid ihr würdig, im heiligen Heldensaal eine neue Waffe zu erhalten. In jeder Region von Galamir befindet sich ein Kelch. Sie alle sind versteckt oder gut bewacht. Nur ein wahrer Held kann sie alle bergen. Ja, und wir wollen ein solcher Held sein. Nicht alle Gegner haben Seelen. Erledigt so ein Großteil der Gegner mit Seelen, fühlt sich der Kelch, ja. Die hier haben Seelen. Mein Arm wird lahm. Ganz viele Grabsteine zum Zerschmettern. Hallo? Wie das alles hier im Wind bewegt. Voll cool. Huch! Aber die Zombies sind immer noch genauso mies wie früher. Huch! Aber das ist, ich glaube, dass das neu ist, dass wenn ich kein volles Leben habe, dass sich dann trotzdem dahinter so ein Fläschchen füllt. Ich glaube, das war früher nicht so. Das hat dann nämlich nur den kleinen Teil da aufgefüllt und mehr nicht, meine ich. Kann mich aber auch täuschen. Schickes Tor. Da hinten scheinen noch Zombies zu sein. Die Welt der Lebenden liegt jenseits dieser Schädeltore. Der Meister des Bergmausoleums, der Buntglasdämon, besitzt den Schädelschlüssel. Ich liebe den Buntglasdämon. Freue mich da schon so drauf. Ich kann mir vorstellen, dass der richtig cool aussieht. So, wir dürfen den Kelch mitnehmen. Dafür musste man früher bis ans Ende dieses Levels gehen. Und damals, oder in der PS1-Version, gab es hier hinten noch einen Schatz. Ich habe jetzt gerade tatsächlich was vergessen. Was meine eigene Blödheit war. Aber ist dafür noch nicht zu spät. Oh, hallo. Oh, Gottes Willen. So, hier sind nämlich noch Schätze. Nicht festbacken. Das war so ein bisschen tricky früher. Ich habe das da nie hingeschafft. Ich würde mich gerne anders hinsetzen, Salem. Darf aber nicht. Das hier war früher anders. So cool aus, dass man rein theoretisch, dafür kann ich schon mal verraten, ins nächste Level gucken kann. Das ist cool. Oh, bist du ihnen gefallen? Das ist ein Blähbauch. Zu viel oder zu wenig gegessen? Und hier sind auch noch mal ein paar Zombies, die wir platt machen können. Okay,
Okay, die Kreuze können wir nicht. Aber die kann man zerstören. Und hier kann man Waren kaufen. Ich will das hier mal alles auf. Ist das cool? Ist das cool? Oh, ich freue mich gerade. Ah! Das ist mir auch früher schon so oft passiert. Dann wundere ich mich nicht, dass ich kein Leben habe. Hallo? Hallo? Ja. Huch. Ich wollte das jetzt einfach mal ausprobieren. Hier ist noch ein Grab. Füllen wir das Leben noch mal ein bisschen auf. Ah, okay, das ist nur... So. Lanscht ruhig etwas im flachen Wasser herum, aber wagt lieber keinen Schwimmversuch. Denn für jene von totem Gemüt kann der Auftrieb ein Problem sein. Ja, könntest. Achso. Früher musste man halt draufschlagen. Bin das immer noch so gewohnt. Ich werde aber vorher noch mit dem Gargoyle hier sprechen. Vorsicht! Hinter diesen Toren wartet Zarok und hackt mit den Dämonen aus dem Mausoleum bereits die übelsten Pläne aus. Ein kleiner Niemand sollte sich schleunigst aus dem Staub machen. Okay. Und hinein mit uns. Der Heldensaal. Ich finde es auch so cool, dass die Stimmen auch die gleichen sind. Das ist so cool. Ja gut, wurde ja auch einfach nur durchgetragen. Weiß ich auch hätte ändern können. Willkommen im Heldensaal, wo die mutigsten Krieger der Geschichte nach ihrem Tod miteinander singen, feiern und Arm drücken. Wenn ihr euch als ihrer würdig erweist, geben sie euch vielleicht eine neue Waffe in die Hand. Das wäre ja sehr gnädig. Zollt den Helden Tribut, indem ihr euch vor ihre Statuen stellt und auf spirituelle Führung wartet. Okay. Captain Fortescue, ich bin's, der Schlaue Tim. Wie läuft's in der Schlacht? Ich würde ja zu gerne selbst eingreifen, aber wartet, ich kann euch meine Armbrust mit Schnellfeuer geben, mit der ihr die Pfeile an Wänden ablenken und so um Ecken schießen könnt. In der Schlacht von Gellamir habe ich damit auf Zaroks besten Krieger Lord Kador geschossen, als ihr schon tot wart. Ein Volltreffer ins Auge, ja! Nicht, dass ein Augenschuss eine tolle Leistung wäre, Sir. Leb wohl, Sir. Ja, ja. Augenschuss, keine tolle Leistung. Dann war eine Armbrust. Damit könnte man glatt Augen ausstechen. Wegwerfen. Ja, schön. Beinahe stumpf, erfordert hartes Zuschlagen. Praktisch und immer zur Hand. Eher dekorativ als schützend. Ah, anfällig für Pfeile und alles andere. Stimmt, das war das, was man aus der Demo gekriegt hat.
wenn man die Demo gespielt hat und ihn gefunden hat. So, dann gucken wir doch mal. Die mächtigsten Helden von Gallowmere erhielten einen Platz in diesem Heldensaal. Ein exklusiver Club, zu dem man nur durch die größten Heldentaten Zutritt erlangt. Wer den Laden schmeißt, keine Ahnung. Wie die Helden ihre Ewigkeit verbringen, keine Ahnung. Aber glaubt mir, diese Helden sind die Besten der Besten und haben sich jeden Moment von dem, was sie da oben tun, verdient. Okay. Selbst im Mittelalter gab es Verkaufsautomaten, die törichten Helden das Gold aus den Taschen zogen. Schlaue Kunden können Rabatt bekommen, aber frag den Händler niemals, woher er seine Waren hat. Würde mir nicht im Traum einfallen. Oh, spieß. Sieh nicht aus. Diese Kerle waren schon untot, bevor untot zu sein zum Trend wurde. Euer Hirn mag längst verrottet sein, doch das hält sie nicht davon ab, es zu verspeisen. Ein paar ordentliche Hiebe dürften sie erledigen. Aber schlag ja nicht daneben. Das wäre peinlich. Ja, okay. Da würde ich jetzt öfters mal reingucken. Ist das ein hässlicher Helm. Nur wenn ihr euch wahrhaft als würdiger Held erweist, könnt ihr zur höheren Ebene dieses Saals aufsteigen. Wenn ihr allen Helden im unteren Saal gehuldigt habt, verfestigt sich die geisterhafte Treppe. Ja, das habe ich sogar schon geschafft. Irgendwann mal. Also, nicht hier in diesen... Oh! Ich habe meinen Kelch runtergeschmissen. Und? Na, da sind wir! Da sind wir! Das sind wir. Hier ist dann auch noch einer. Und hier ist auch noch einer. Ja gut, und oben sind dann natürlich auch noch welche. Dann geht's jetzt mal hier hinaus. Ja, wir wollen den Hellensaal verlassen. Friedhofshügel. Also wir sind eigentlich immer noch auf dem Friedhof. Friedhofshügel, sag ich ja. Das Bergmausoleum wartet oben auf dem Friedhofshügel. Der Weg ist steinig, aber Bewegung wird euren alten Knochen gut. Ja, das glaube ich auch. Mein Feind folgt mir also auch noch aus dem Grab. Aber ihr kommt zu spät, Fortescue. Meine Armee ist bereits auferstanden und ihr werdet hier nie herauskommen. Ha! Na, euer Antrag im Gallowmere-Buch. Sehr schön. Der Kopf. Na komm, kleiner Zombie. Huch. Stimmt, das Ding kann ja eigentlich um den Ecken schießen. Manche Hindernisse lassen sich mit Keulen und anderen Waffen zerschmettern. Experimentiert etwas herum. Okay, das werden wir. Okay, nein, das geht nicht kaputt. Das geht kaputt. Das geht kaputt.
Das und das. Das. Das und das. Und du gehst auch kaputt. Und du auch. Von großem archäologischen Interesse. Zerstört den Felsblock und holt euch die kostbaren Schätze darin. Ja, werden wir. Erstmal brauchen wir eine Keule. Diese Felsen zermahlen eure Knochen zu Staub, wenn ihr nicht aufpasst. Ich hoffe, ihr habt einen guten Schild. Denkt daran, dass jeder Treffer die Haltbarkeit des Schilds verringert. Aber lieber der Schild als ihr. Ja, das stimmt. Blocken können wir so. Sieht das cool aus? So, jetzt sage ich euch mal was. Das gab es früher nämlich auch schon. Achchen. Lass mich da nur weg. Okay, war ein bisschen zu spät, aber... Es hat geklappt. Ich war nur zu langsam. Also wenn man ein besseres Gefühl für Taktik hat, ne? Und für Zeit. Ach, das waren die normalen Lebensflaschen. Okay, dann habe ich vorher nichts gesagt. Ja, ist bereits voll, danke. Ich find's cool, wie er das Geld frisst. Kann ich bestimmt auch zerstören, ja. Oh, ja. Dinge habe ich früher immer Ewigkeiten gebraucht. Nur mal gucken, ob das auch so klappt wie früher. Also es wird bei weitem nicht mehr so schwer sein, aber... Scheiße. Geh da weg. Okay. Dinger. Da ist ja noch einer. Ich hasse die Dinger. Viecher. Kerle. Stell ich mich jetzt mal blöd an. Die Keule ist eine primitive, aber wirksame Waffe. Schlag zu, setzt in Brand. Doch Vorsicht, ein Schlag zu viel und sie zerbricht. Ja. Nicht gerade meine Lieblingswaffe. Achso. Huch. Okay, da war nichts weiter hinter. Fauligen Gestank nach alten Hexen. Hier hausten sie einst und brauten ihren Teufelstrank im Kessel auf dem Hexenfeuer. Und obwohl sie schon vor langer Zeit weiterzogen, steigt uns ihr ekelhafter Geruch heute noch in die Nase. Okay.
Wobei ich gerade eine spontane Idee habe. Wir werden als erstes den Hügel hochgehen. Also wir müssen in die Höhle so oder so rein. Aber... je nachdem, wie das da gleich dann aussieht. Okay, nein. Ich würde nur wissen... Uah. Wo es dann jetzt hochgeht. Hallo. Weil ich will erstmal oben ankommen. Oh, Scheiße. Ruhe. Wir haben versagt. Nehmt unser Leben. Bye bye. So, genau deswegen. Und... ein kluger Abenteurer geht bei der Erkundung eines Gebiets gründlich vor. Ja. Verborgene Stellen bergen reiche Belohnungen. Ja, da werden wir jetzt auch noch hingehen. So, keine Angst. Ich werde aber vorher doch das Leben hier komplett auffüllen. Reicht wahrscheinlich nicht für alles. War mir klar. Ganz ehrlich, ich finde die Grafik auch mega cool. So, weil jetzt werden wir auch nicht mehr von den Steinen belästigt. Wir können hier in aller Ruhe. Ja, das war sie noch von früher. Uch. Und dann geht's hier hinein wieder. Und hier durch. Ja klar, steht ihr vor der Tür. Durch tu dir das. So. Und genau deswegen habe ich gesagt, ich will lieber warten. Und falls ihr gesehen habt, da in der Mitte war so ein Nest quasi. Und wie kriege ich das jetzt nochmal? So kriege ich's. Bitte lass das nicht so arschig sein wie auf der PS1. Bitte. Auf der PS1 war das richtig arschig. Well. Nein! Ey! Och, es ist genauso arschig. Beziehungsweise ich... hallo, ich bin einfach zu blöd. Oder zu hektisch.
Oder beides. Das ist nur eine Party, ja. Doch, müsste. Ich weiß nicht, wie oft ich das früher versucht habe. Jetzt. Ist da noch wer? Ja. Puh. Die Viecher sind echt scheiße. Hexentalisman. Gold. Kupferschild brauchen wir aber nicht. Und der Heldensaal. Lebensflasche. Schön. So, haben wir schon mal zwei Kelche. Und nun können wir hier wieder hochmarschieren. Und jetzt hier auch die kleinen Abkürzungen nehmen. Dann geht's ein bisschen schneller. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Der letzte hätte nichts gebracht. Und dann einmal hier in das Mäulchen rein. Zurück im Heldensaal.